Diese Taktik geht voll auf. XCOM 2 wird vorerst exklusiv für den PC entwickelt und ist nicht nur deswegen ein in vielen Punkten verbesserter Nachfolger zu einem der besten Rundentaktikspiele seit der Jahrtausendwende. 2 Monate vor Release konnten wir XCOM 2 erstmals selbst spielen und waren restlos begeistert. Entwickler Firaxis verleiht dem Kampf gegen die Aliens einen neuen Twist. Außerdem hat das Studio unzählige kleine wie große Änderungen eingebaut, die dem süchtig machenden Spielprinzip mehr Tiefe und Abwechslung verleihen. Die einzigen, die enttäuscht sein werden von XCOM 2, sind die unverbesserlichen Oldschool-Fans der Uralt-Vorlage, die schon nicht mit dem modernen Reboot von 2012 zurechtkamen. Unser 4- bis 6-köpfiges Team aus Alienjägern kann in XCOM 2 erstmals verdeckt vorgehen. Zu Beginn einer Mission seid ihr dazu im Schleichmodus unterwegs. Rote Quadrate zeigen das Sichtfeld der Feinde an. Wenn ihr reinlauft, ist das Rumgeschleiche für den Rest des Einsatzes vorbei. Solange ihr noch nicht aufgeflogen seid, laufen Feinde Patrouillenrouten ab und Wachtürme halten automatisch Ausschau nach euren Mann. Wer sich geschickt in eine gute Schussposition begibt, kann anschließend einen Hinterhalt vorbereiten. Dazu schaltet man in den bekannten Overwatch-Modus und greift anschließend einen der Feinde an. We've been spotted! Solche Hinterhalte vertiefen die taktischen Optionen enorm. Es macht einen irren Spaß, die sonst so überlegenen Feinde in ihr Verderben laufen zu sehen. Allerdings haben auch die Aliens aufgerüstet. Da sie nun die Erde als wohltätige Overlords kontrollieren, fahren sie schwerere Geschütze als im Vorgänger auf. Bekannte Feinde wie die Sektoiden erhalten neue Fähigkeiten, etwa das Wiederbeleben gefallener Kameraden. Wer zu lange braucht, um die Gegner auszuschalten, der muss sich auch noch mit der Verstärkung rumschlagen. Die erreicht diesmal stilecht im Transporter, statt einfach aufs Schlachtfeld zu beamen. Aliens haben weiterhin einen Vorteil gegenüber eurer Angriffstruppe. Im bekannten Scamper-Move suchen sie automatisch Deckung, sobald sie eure Soldaten erspäht haben. Dafür habt ihr Schwerter. Der neue Nahkampf fügt sich fantastisch ins bekannte Gameplay ein und sieht noch dazu extrem lässig aus. Einfacher wird XCOM 2 durch den Einsatz Katana-bewehrter Ranger aber nicht, denn die KI agiert schlau und nutzt gerne Flächenangriffe. Obacht, in Brand gesetzte Oberflächen sind diesmal besonders gefährlich, denn Soldaten können selbst ein Opfer der Flammen werden. 5 Klassen gibt es in XCOM 2, eine davon ist noch geheim. Schon bekannt ist der Specialist, der darf eine Drohne einsetzen. Die nimmt Gegner per Schockangriff aufs Korn oder erhöht die Verteidigungswerte von Verbündeten und stabilisiert angeschossene Kameraden. Die Mechs und genetischen Verbesserungen aus dem XCOM-Add-on Enemy Within haben es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in den Nachfolger geschafft. Dafür gibt's jetzt einen Exosuit, der mindestens genauso cool aussieht und Platz für Raketenwerfer und andere schwere Waffen bietet. Edge of Tomorrow lässt grüßen. Einen großen Sprung nach vorne macht das Ausrüstungsmenü. Erstmals dürft ihr Waffen gezielt mit einzelnen Modifikationen verbessern. Auch das Aussehen lässt sich beliebig anpassen und sogar einen Namen dürfen wir unserer Lieblingsknarre geben. Genial! Hostile neutralized. What do we got here? Waffenmods finden wir bei besiegten Feinden. Die Ausrüstung müssen wir uns innerhalb eines knappen Rundenlimits schnappen. Große Klasse ist die Bandbreite an optischen Einstellungsmöglichkeiten für jeden Soldaten. Hier übertrumpft XCOM 2 den Vorgänger doppelt und dreifach. Es gibt so irre viele Optionen, man kann die schrägsten Männer und Frauen entwerfen. Wer wollte nicht schon immer mal einen coolen Surfer-Dude oder eine vernarbte Zigarrenraucherin mit Augenklappe zum Weltenretter befördern? Stark, eure Kreationen könnt ihr speichern und in einer der folgenden Partien erneut importieren oder gar euren Freunden schicken.
Überhaupt setzt XCOM 2 einen noch größeren Fokus auf euer Team, dessen Mitglieder wie gehabt jederzeit sterben können und dann für immer weg sind, Permadeath eben. Neue Rekruten können bereits vorab trainieren, so züchtet ihr euch gezielt die gewünschten Klassen heran. Mit jedem erfolgreichen Einsatz gewinnen die Recken an Erfahrung und steigen im Level auf. Das läuft mehr oder weniger identisch mit XCOM 1 ab. Perhaps the next time we set down. Die irre spannenden Rundengefechte sind wieder nur ein Teil von XCOM 2. Viel Zeit verbringt ihr nämlich in der Avenger, eurer beweglichen Basis. Die baut ihr ähnlich wie im Vorgänger aus, das kostet Vorräte und Strom. Neuerdings weist ihr in den Einrichtungen aber auch spezifisches Personal zu, was besondere Boni mit sich bringt. Den größten Unterschied zum Vorgänger gibt's auf der neuen Weltkarte. Auf der sogenannten Geoscape seid ihr nun viel aktiver. Statt auf Alien-Aktivitäten zu warten, fliegt ihr interessante Punkte an, sammelt Vorräte und stellt Kontakt mit anderen Rebellengruppen her. Diese Kontakte, die euch regelmäßig neue Ressourcen bescheren, sind ähnlich begrenzt wie die Satelliten in XCOM 1. Fies, während wir Alien-Einrichtungen angreifen, arbeiten die Invasoren ebenfalls auf ein Ziel hin. Durch Einsätze müssen wir den Countdown dieser Superwaffe stören, ansonsten findet das Spiel ein vorzeitiges Ende. Die Geoscape wirkt zwar auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, stellt aber eine grandiose Verbesserung im Vergleich zum ersten Teil dar. Wir haben einfach mehr zu tun, sind proaktiv und fühlen uns wirklich wie eine kleine Rebellengruppe im Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Noch dazu gibt's immer wieder spannende Entscheidungsmomente. Unsere Wahl wirkt sich direkt auf den Spielverlauf aus und wir müssen bei der Befreiung der Erde Schwerpunkte setzen. Neben jeder Menge Zufallsmissionen sind dabei aber auch wieder eine Reihe vorgefertigter Story-Einsätze mit Dialogen und Zwischensequenzen zu bestreiten. Auf dem Schlachtfeld glänzt XCOM 2 mit bewährten Qualitäten. Wir hatten beim Probespielen bereits wieder jede Menge Spaß an diesem virtuellen Schachspiel mit Deckungssystem sowie unterschiedlichen Waffen, Klassen und Gegnern. Am liebsten hätten wir einfach endlos weitergespielt. Das liegt auch an vielen kleinen Detailänderungen, mit denen Phyrexis seine Klasse als Entwickler erneut unter Beweis stellt. So führt jetzt standardmäßig nur noch der Sniper eine Pistole mit sich, der darf aber bei jedem Angriff einen Revanche-Schuss abfeuern. Viele Gerätschaften, Abwehrtürme und sogar Roboter lassen sich nun auch hacken. Die Erfolgschance hängt von den Charakterwerten ab. Zudem gibt es stets eine kleine Aussicht auf einen Bonus. Schlägt der Hack aber fehl, gibt's stattdessen Nachteile wie Gegnernachschub. Auch neu, tote oder verwundete Kameraden können getragen werden. Nur so behaltet ihr die Ausrüstung gefallener Soldaten und extrahiert erfolgreich angeschossene Verbündete. Am Ende einer Mission müsst ihr jetzt nämlich zur Extraktionszone sprinten und dort manuell den Abflug für jeden Soldaten anfordern. Das wird besonders knifflig, wenn währenddessen noch neue gegnerische Soldaten eintreffen. Mission accomplished, Commander. We just hit Advent where it hurts. Sehr schön, XCOM 2 bietet deutlich mehr Statistiken nach jedem Einsatz und in der Basis. Auf der Avenger findet ihr sogar eine Plakette für verstorbene Soldaten. Guessing that's not water in there. Shen, any readings? No signs of radioactivity, no significant energy signatures of any kind. Whatever it is, it's safe to handle. XCOM 2 macht schon jetzt einen Heidenspaß. Es ist ein Fest für Taktikfans. Doch XCOM 2 ist noch nicht fertig und die gespielte Version hatte noch mit einigen wenigen Bugs zu kämpfen. Perhaps some sort of weapons testing facility. Or a refinery. We'll know soon enough. We need that sample. Sorgenkind Nummer 1, die Kamera. Wie schon im Vorgänger sind bei den dynamisch erstellten Perspektiven auch immer mal wieder ein paar Rohrkrepierer dabei. Da feuern Soldaten dann auch schon mal scheinbar durch feste Wände oder sie sind überhaupt nicht im Bild. In einer Mission weigerte sich zudem einer unserer Soldaten, eine Granate woanders hinzuwerfen als in den zweiten Stock eines Hauses. Der Cursor hing einfach fest. Um genau solche Probleme anzugehen und XCOM 2 den letzten Feinschliff zu verpassen, hat Phyrexis aber noch 2 Monate Zeit.
Wir sind jedenfalls sehr zuversichtlich, dass sich PC-Spieler zum 5. Februar auf eines der frühen Highlights des Jahres 2016 freuen können. Obacht, Aliens! Hier kommt das XCOM-Team. Abschuss! Was haben wir denn da?